Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge der FC St. Pauli-Karriere. Heute ziehen wir durch bis zum Januar. Und deswegen würde ich sagen, wir verlieren nicht allzu lange Zeit. Und unter anderem machen wir so Kracherspiele wie gegen Wolfsburg. Wir werden nur zwei Spiele machen, werden viel simulieren, weil ich möchte ein bisschen vorankommen mit der Karriere. Erstes Spiel gegen Ingolstadt muss eigentlich schon Sieg her. Wenn wir wirklich aufsteigen wollen, Piringer, Förster. Piringer kommt jetzt richtig in Fahrt, das ist sehr nice. Und Johannes Geis hat sich für 6 Monate verletzt. Ist gerade richtig gut in Form gekommen und dann verletzt der Mann sich, also Pech über Pech. Und jetzt ist hart, also wir haben so viele, die verletzt sind. Wieder ein Auswärtsspiel, diesmal gegen Hansa Rostock, aber da ist genau dasselbe Ziel, nämlich 3 Punkte, die können wir auch holen. Also dieser Piringer, ne, der war, glaube ich, eine richtig gute Verpflichtung. Gegen Darmstadt spielen wir diesmal zu Hause, wird aber nicht einfacher. Und wir verlieren auch 1-2, Tietz trifft doppelt. Erste Niederlage heute. Jetzt spielen wir gegen Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth und die haben eine echt gute Offensive mit Hofmann und Leveling. Das wird ganz so gar nicht einfach. Wir spielen aber unentschieden, was auswärts in Fürth okay ist. So, das letzte Spiel, bevor wir gegen Wolfsburg spielen. Und da würde ich gerne ein bisschen, so die zweite Welle spielen lassen. Na, was heißt zweite Welle? Ist ja eigentlich egal, wir wollen ja bei beiden Sachen punkten. Und deswegen, Burgstaller, Amenido vorne in der Spitze. So, das nächste, also das letzte Spiel, bevor wir ran müssen gegen Wolfsburg. Mal gucken, ob wir da auch gewinnen können. Wir gewinnen Ritzka, Dietken und Burgstaller. So, das wahrscheinlich größte Spiel in dieser Saison. Ich werde reinstarten, aber mit den so gut wie besten Leuten, die wir zur Verfügung haben. Also so gut wie. Ich denke mal, dass wir so reinstarten werden. Schuster lasse ich jetzt immer ein bisschen öfter mal spielen, einfach aus dem Grund, weil der einfach ein riesiges Potenzial hat. Guter Ball nach vorne auf Lindenmeiner. Der hat jetzt hier ein bisschen Platz. Steckt ihn durch auf Duziak. Rex Bitschei, guter Ball auf Gomez. Gegen Sardella. Und der Ball kommt durch Demir Bay. Und der macht den rein mit dem ersten Torschuss. Da hätte Schuster den aber auch haben müssen. Ach, das ist nicht so ein guter Start. Duziak mit dem Chip auf Piringer und den muss er machen und er macht ihn auch. Und das ist auch verdient. Die Partie ist bisher sehr, sehr ausgeglichen und deswegen geht es vollkommen in Ordnung, wenn wir hier den Ausgleich in der 31. Minute jetzt. Richtig guter Chip von Duziak und dann hat Piringer relativ leichtes Spiel, den unten rechts reinzuschieben. Jetzt kommt aber wieder Wolfsburg. Immer dieses Duell Gomez gegen Sardella, aber bisher macht Sardella das bis auf das eine Mal immer wirklich sehr gut. Jetzt kommt die Ecke über Prekalo. Wieder dem hierbei. Prekalo schiebt den Ball in die Mitte und verteidigen tun wir das bisher wirklich gut. Nein, Schuster, boah, oh mein Gott. Der macht sich richtig gut. Ich hoffe, der bekommt saftig Rating. Damit er irgendwann mal unser Stammkeeper ist, weil die Leistung, die er momentan bringt, sind wirklich sehr, sehr nice. Duziak wartet auf Lindenmeiner, der jetzt auf der rechten Seite setzt sich gut durch. Das macht er sehr gut. Jetzt muss doch nur einer in den Rückraum. Duziak ist da und macht das 1-2. Nach seiner Vorlage macht er jetzt auch einen Treffer. Und somit können wir das Spiel noch vor der Halbzeit drehen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ob es jetzt wirklich so verdient ist, weil Wolfsburg war am Ende der ersten Halbzeit richtig gut. Aber das ist uns ganz egal. Jetzt Amenido macht das Weltklasse. Komm, ihr probiert es einfach mal. Holt eine Ecke raus. Guter Pass auf die rechte Seite. Puadu flankt das Ding rein. Ich krieg hier keinen ausgewählt, Alter. Was soll das? Piringer jetzt. Guter Pass auf Förster. Der leitet den weiter auf Amenido. Der chippt den Ball auf Lindenmeiner. Schade, das war richtig gut gespielt. Ecke jetzt getreten von Lindenmeiner. Kommt auf Piringer. Und der macht ihn rein. Ich hätte niemals... Warum kommt Castells nicht raus? Aber Piringer macht hier seinen Doppelpack.
Ich habe eigentlich gedacht, die Ecke kommt viel zu nah an Castells. Er kommt doch schon raus, geht aber dann wieder einen Schritt zurück. Ja, und das war jetzt ein Fehler. Wolfsburg macht jetzt richtig Druck. Über Lukas Metscher, dem hierbei schon wieder. Da haben wir Wind, Metscher auf Gomez und ja. Guter Pass vorne auf Amenidu. Der legt den rüber auf Meiner und es steht hier 1:4 für St. Pauli gegen Wolfsburg. Es hätte auch alles anders werden können, weil Wolfsburg, glaube ich, sogar schon fast mehr Schocks als wir hatten. Aber gut, am Ende fragt da keiner mehr nach. Und das war's. Wir gewinnen auswärts in St. Pauli mit 1:4. Also ein Ergebnis, was definitiv ein Stück weit zu hoch war, weil Pauli ein Stück weit besser war, also relativ ausgeglichen war schon, aber das war doch ein bisschen zu hoch. So, gegen Aue gibt's keine Ausreden, da gibt's wirklich keine Ausreden. Dennoch spielen wir nur Unentschieden. Jetzt kommen wir diese lästigen Unentschieden, das ist so dumm. Weil, keine Ahnung, wenn wir gegen so Mannschaften wie Aue schon nicht gewinnen, kommt halt Kiel und besiegt uns halt auch, wo ich jetzt langsam auch schon wieder ein bisschen sauer werde. By the way, wurde die Freigabesumme vom Beifuß verkauft. Das war einfach unser fünfter Innenverteidiger und keine Ahnung. Das ist jetzt nur so für der Vollständigkeit halberkeit, ne? Genau. So, ich gebe jetzt noch einmal der Aufstellung die Chance gegen Paderborn. Wenn es dann halt nicht funktioniert, müssen wir was ändern, aber wir gewinnen 0:1. Let's go. Jetzt absolutes Top-Spiel gegen Regensburg, was wir selber spielen werden. Wenn wir das gewinnen, sind wir mindestens auf Platz 3, können aber auch auf Platz 2 springen, wenn Heidenheim verliert. Deswegen volle Konzentration zu Hause und deswegen. Jetzt haben wir Regensburg hier vorne im Angriff. Nein, er geht in die Mitte. Oh. Aremo, guter Ball, da haben wir Meiner. Oh nein, mach ihn doch rein, Junge. Gut gestört. Jetzt haben wir Nürnberger. Nürnberger hat das 1:0 auf dem Fuß und macht doch das 1:0. Oh, let's go, Mann. Richtig guter Pass. Und dann hat er natürlich viel Platz, hat relativ viel Zeit, um sich den Ball zurechtzulegen und macht einen wichtigen Schritt. Wenn wir das gewinnen, wäre es ein richtig wichtiger Schritt Richtung Aufstieg. Nein, aber jetzt vielleicht direkt die Antwort von Regensburg, aber Vasilic haut den richtig gut weg. Jetzt kommt die anschließende Ecke, aber Meiner hat ihn safe. Wird aber vielleicht nochmal heiß. Oder auch nicht. Oder auch doch. Guter Ball auf Förster. Der mit der Ballrolle auf Amenidu mit dem schwachen Linken. Meiner bringt sie rein und da ist Piringer mit dem Ballrückzieher, Alter. Das ist eine richtig gute Taktik, weil Piringer setzt sich dann immer so ein bisschen vorne ab, geht dann einen Schritt zurück. Hat ja auch schon gegen Wolfsburg geklappt. Oh mein Gott, also Regensburg ist seit dem 1:0 richtig gut dabei. Jetzt kommt die Ecke, letzte Aktion vor der Halbzeit, aber die Ecken können sie irgendwie nicht. Hauen das Ding raus und somit ist jetzt erstmal Regensburg über links, Sing in die Mitte. Also bisher sind wir nur mit Verteidigen beschäftigt, aber jetzt mal der Konter über Lindenmeiner und der hat ja auch Tempo. Spielt ihn nicht rüber, macht ihn selber. Bisschen eigensinnig, aber ist hier auch egal. Let's go, 2:0. Es ist aber auch so krass unverdient, weil Regensburg macht eigentlich komplett das Spiel. Na gut, am Ende fragt eh keine mehr danach. Aber ich glaube, nächstes Mal lege ich ihn sicherheitshalber auch mal rüber. Und da kommt einfach mal der gute Meier jetzt. Letzte Möglichkeit hier in dieser Partie ist für Regensburg, aber auch selbst wenn die den Treffer machen, werden wir das Spiel gewinnen. War sehr, sehr unverdient, aber ist jetzt auch egal. Wir gewinnen zu Hause mit 2:0. Warum war das Ganze unverdient? Das seht ihr hier. Ja, okay, zum Schluss haben wir noch mal ein bisschen mehr aufs Tor geschossen, aber sie haben 3,1 Expected Goals, also ein bisschen mehr als wir. Wir waren also ein bisschen besser. Okay, ich wollte ja eigentlich bis zum Januar durchziehen, aber wir spielen jetzt gegen Freiburg im DFB-Pokal und das würde ich sagen, sollen wir das selber spielen oder sollen wir es nicht spielen? Dann würde ich sagen, in der nächsten Episode ballern wir dann die Transferphase durch und dann mal sehen, wo wir dann am Ende landen. Ich würde nochmal ganz gerne gucken, wo sind wir jetzt genau auf welchem Platz.
in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir sind auf Platz 3, weil Heidenheim hat gewonnen. Aber es ist trotzdem alles sehr, sehr eng da oben. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter, gehen weiter in unseren Weg. Und deswegen würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ja. Leute.